Beide Ringe waren rund. Und damit hat sich's schon. John Ronald Reuel Tolkien hat von dem Vergleich, den seine Herr-der-Ringe-Erzählung mit Wagners Ring des Nibelungen berechtigterweise herausgefordert hat, nie viel gehalten. Wagners Opern waren dem Philologen Tolkien dabei ebenso vertraut wie die germanische und altnordische Sagen- und Mythenwelt. Untersuchungen, zu welchem Grad das Tolkien'sche Werk vom Einfluss Wagners durchsetzt ist, wurden immer wieder unternommen, kamen jedoch aufgrund der bruchstückhaften und oft nicht eindeutigen Quellenlage oder offensichtlicher Vorvereinnahmung zu recht unterschiedlichen Ergebnissen, die von der vollständigen Negation jeglichen Wagner-Einflusses bis zur angestrebten Befreiung des Wagner-Stoffes vom Nazistigma reichen. Spätestens seit den Herr-der-Ringe-Verfilmungen des neuseeländischen Regisseurs Peter Jackson aus den Jahren 2001 bis 2003, die mit dem Oscar-prämierten Soundtrack des kanadischen Komponisten Howard Shore vertont wurden, drängt sich ein Vergleich zwischen Wagners und Tolkiens Ringstoffen zusätzlich auf der musikalischen Ebene auf. Und der heutige Vortrag mit dem Titel »Transformationsprozesse im Vergleich – Leitmotivtechniken bei Richard Wagner und Howard Shore« soll einen Einblick in zwei musikalische Welten gewähren, die bisher nur sehr punktuell und dabei ebenfalls nicht immer ohne Vorvereinnahmung gegeneinander abgewogen wurden. Wie der Titel suggeriert, ruht der Fokus dieses vergleichenden Vortrags bewusst auf den jeweiligen Leitmotivtechniken, die sowohl im Falle Richard Wagners als auch Howard Shores als jeweils eines der markantesten musikalischen Gestaltungsmittel gelten dürfen. Sich insbesondere auf die Leitmotive zu konzentrieren, bringt mit sich, dass wir uns an einer Vielzahl exemplarischer Höhe- und Notenbeispiele entlang arbeiten werden, um abschließend beleuchten zu können, inwieweit auch Howard Shore von einer Überwagnerung freigesprochen werden kann oder nicht. Das zugrunde liegende musikalische Material ist natürlich viel zu umfangreich, um auch nur eine der beiden Stoffe näherungsweise abzubilden. Daher werde ich mich für den Rahmen dieser Präsentation weitgehend auf die Beleuchtung exemplarischer Leitmotive aus dem jeweils ersten Teil beschränken. Also auf das Rheingold im Falle Wagners und auf The Fellowship of the Ring, zu Deutsch die Gefährten, im Falle Shores. Für diese Auswahl spielt auch eine Rolle, dass Howard Shore sich vor Komposition des Herr der Ringe Soundtracks analytisch gesondert mit dem Rheingold auseinandergesetzt hat. Grundständige inhaltliche Kenntnisse, sowohl zum Ring des Nibelungen als auch zum Herrn der Ringe, werden in diesem Vortrag zum deutlichen Vorteil gereichen. So viel nur vorweg. Dies gilt umso mehr, da ich in der Darstellung der Motivprozesse nicht unbedingt chronologisch vorgehen, sondern wild von Szene zu Szene springen werde. Unter den exemplarisch behandelten Motiven darf natürlich das jeweils mit dem Ring verbundene Motiv nicht fehlen. Bevor ich in diese Motivanalyse einsteige, möchte ich jedoch zuerst darlegen, was im Zusammenhang dieses Vortrags unter dem Begriff Leitmotiv überhaupt verstanden werden soll. Folgt man der Definition im New Grove, dann ist ein Leitmotiv ein Thema oder eine geschlossene musikalische Idee, die klar genug umrissen ist, um ihre Identität im Falle einer Modifikation bei nachfolgenden Einsätzen beizubehalten und deren Aufgabe die Symbolisierung einer Person, eines Objekts, eines Ortes, einer Idee, eines Geisteszustands, einer übernatürlichen Kraft oder jedes anderen Bestandteils eines dramatischen Werks ist. Explizit weist der Artikel darauf hin, dass das Melodische, gleichwohl dies meistens der Fall ist, nicht der einzige bedeutungstragende Parameter sein muss, sondern etwa auch Harmonisierung und Instrumentation leitmotivische Bedeutungsträger sein können. Ein entscheidendes Merkmal ist das wiederholte Auftreten. Das heißt, es genügt nicht, dass ein Thema entsprechend charakteristisch ist, um einer Erscheinung zugeordnet zu werden. Es muss auch durch wiederholte Auftritte, seien diese nun modifiziert oder nicht, den Bezug zu seiner beigeordneten Erscheinung vertiefen und damit in einer zeitlichen Dimension funktionieren. Die Definition legt nahe, dass es im Falle von Leitmotiven eine bezeichnende Musik und ein bezeichnetes Ding gibt, also einen Signifikant und ein Signifikat, um eine linguistische Analogie ins Spiel zu bringen. Diese Vorstellung wird jedoch dem Motivverständnis im Falle Wagners nicht gerecht, der ja immer verhindern wollte, dass ein mit Motivtabellen ausgerüstetes Publikum während einer Darbietung seines Gesamtkunstwerks nur Motive abzählte. Insbesondere mit dem Begriff Gefühlswegweiser aus dem dritten Teil von Oper und Drama will Wagner dabei nicht nur einfach eine neue Vokabel erfinden,
Er möchte auch gezielt darauf hinweisen, dass seine musikalischen Motive dem Publikum den dramaturgischen Gehalt eines Symbols auf einer emotionalen Ebene erschließen sollen. Dieses hier sehr verkürzt dargestellte Verständnis ist natürlich nicht automatisch auf jede Leitmotivkonzeption anwendbar. Dennoch stößt auch der zuvor dargestellte Ansatz, jedes wiederkehrende Motiv genau eine Idee und damit einhergehend einen Begriff zuzuordnen, Visitenkarten also nach Claude Debussy, schnell an seine Grenzen. Leitmotive sind nur selten Einzelgänger, schreiben Melanie Wald und Wolfgang Fuhrmann wiederum in Bezug auf Wagner. Sie bilden Familien, Peer Groups, wechselnde Allianzen oder auch Geheimgesellschaften, treffen sich nur auf einen Flirt oder ein Duell oder gehen dauerhafte Partnerschaften ein. Häufig genug ist eine Urform eines Motivs nicht existent und Motivtabellen bedienen sich konsequent und in vielen, aber gewiss nicht allen Fällen zutreffend, daher der jeweils chronologisch ersten Erscheinungsform eines Motivs. Wie kann darüber hinaus mit Motiven umgegangen werden, die durch regelmäßige Verschmelzung an dramaturgisch wichtigen Stellen zu einer eigenen Semantik avancieren? Und ab welchem Grad ist ein Motiv, das im Zusammenhang etwa mit unvertrauten Ereignissen oder Emotionen modifiziert wurde, ein eigenständiges neues Motiv? Die verschiedenen, sowohl zum Ring des Nibelungen als auch zum Herrn der Ringe vorliegenden Motivsammlungen, die sich jeweils mit der Menge aufgefundener Motive brüsten, gehen mit diesen Fragen entsprechend großzügig um. Beispielsweise sind in Stefan Mikischs 261 Motive umfassenden Sammlungen zum Ring des Nibelungen einige musikalische Ideen mehrfach unter verschiedenen Labels aufzufinden und auf die Differenzierung von szenisch eingebetteten Motiven, wie etwa dem Waldweben, die keine wiederkehrende Funktion haben, wird hier wenig eingegangen. Der Musikwissenschaftler Duke Adams, der The Music of the Lord of the Rings Films verfasst hat, zählt 90 Motive in allen drei Herr der Ringe-Filmen, wobei die Sammlung teilweise ebenfalls eine Mehrfachnennung unternimmt, teilweise musikalische Ereignisse in die Zählung aufnimmt, die nur mit viel gutem Willen überhaupt leitmotivischen Charakter haben können. Die ausführliche Erörterung der gängigen Leitmotivproblematiken könnte das Thema eines eigenen Vortrags sein, zumal die ganz eigene Entwicklungsgeschichte des Leitmotivs in der Filmmusik hier noch nicht einmal angerissen ist. Ich werde für den Rahmen dieses Vortrags eine dynamische Leitmotivverständnis anwenden, in welchem ein Leitmotiv stets in einer melodischen und nach Möglichkeit in einer harmonischen Form dargestellt wird und durchaus im Sinne einer Visitenkarte gebraucht werden kann. Diese eindeutige Etikettierung darf jedoch keine Einengung für die zahlreichen musikalischen Momente darstellen, für die diese simple Zuordnung nicht möglich ist. Der Komplexität dieser weniger eindeutigen Zuordnungen kann nur durch eine ausführliche Abhandlung Genüge getan werden, wie sie uns nun bevorsteht und wie sie, die bereits erwähnten Mikisch und Adams, nebst anderer, durchaus vorgenommen haben. Widmen wir uns also nun den unterschiedlichen Leitmotivverarbeitungstechniken Richard Wagners und Howard Shores und steigen dazu im Rheingold mit einem Motiv ein, das trotz der komplexen dramaturgischen Implikationen sehr genau mit einem einzigen Begriff belegt werden kann. Von Wagner freilich als Welterbe bezeichnet, bediene ich mich hier des gängigen, von Wollzogen geprägten Begriffs des Ringmotivs. Das erste Erscheinen des Ringmotivs, anfangs noch in einer Dur-Färbung, wird von der Versmelodie vorgestellt, gleichwohl Wagner von dieser in Oper und Drama konzipierten Einführungstechnik eines neuen Motivs nur im Rheingold registrierbaren Gebrauch macht. In seiner wiederkehrenden Form ist das Ringmotiv eine Kette von Terzen, die übereinander geschichtet einen vollverminderten Septakkord mit hinzugefügter None ergeben würden. Vollverminderte Septakkorde an sich haben ja aufgrund der Tatsache, dass durch eine fortlaufende Aufschichtung kleiner Terzen kein eindeutiges Ende absehbar wird, eine zyklische Anlage. Aber auch im melodischen Gestus des Motivs ist die zyklische Figur des Ringes gewissermaßen nachgezeichnet. Die Gestaltung des Ringmotivs ist also eng mit dessen Signifikat verbunden. In dieser verminderten Form tritt das Ringmotiv allein im Rheingold über 50 Mal auf, wenn von der Weltherrschaft oder ganz konkret vom Ring die Rede ist,
wird dabei allenfalls in seiner rhythmischen Darstellung angepasst. Es können Momente unterschieden werden, in welchen das Ringmotiv durch die Präsenz in der Versmelodie prominent hervorsticht, und Momente, in welchen das Motiv als repetitive Figur in den Begleitsatz verwoben ist. Hervorgehoben werden kann hier die Stelle in der vierten Szene des Rheingolds, in welche die Riesen Fasolt und Fafner über die Aufteilung des Hortes in Streit geraten und Loge Fasolt zuraunt, einzig auf die Macht des Ringes zu halten. Das Ringmotiv wird hier durch verschiedene Instrumentengruppen und alsbald in immer höhere Lagen geführt, um die schnell handgreiflich werdende Auseinandersetzung zwischen den beiden Riesen zu unterstreichen. Dass das Ringmotiv bei alledem semantisch nicht scharf nach außen abgegrenzt werden kann, zeigt der von Richard Klein als holzschnittartig kritisierte Übergang von der ersten zur zweiten Szene. Während die Szene zu den luftigen Hünen der Götter wechselt, erklingt mehrfach das aus der Auseinandersetzung zwischen Alberich und den Rheintöchtern zuletzt verbliebene Ringmotiv. Das Ringmotiv wird durch verschiedene Instrumente geführt und moduliert durch den gleich erscheinenden G-Dur-Septakkord in einen sehr klar definierten C-Dur-Bereich. Ehe die Hörner eine erneute Modulation andeuten und die Augmentation des Motivs das Gefüge beinahe zum Stehen bringt. Zum Auftakt der zweiten Szene tritt das Ringmotiv endlich als verselbstständigtes Derivat, nun als Personifikation der Götterburg Walhall und des Göttervaters Wotan auf. Die weit gefächerte Blechbläserinstrumentation und der getragene Rhythmus, fest in der Tonart Des-Dur verankert, verleihen der Szenerie einen sehr feierlichen Charakter, der nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Wotan Alberich offensichtlich ähnlicher ist, als er selbst zugestehen mag. In allen Motivtabellen werden die beiden Motive separat aufgeführt, freilich nicht zwangsläufig ohne einen Verweis auf die Verwandtschaft, doch nur durch die Erkenntnis, dass beide Motive als Teil derselben Materie zu verstehen sind, wird offenbar, dass einer von Wotans wesentlichsten Charakterzügen das Streben nach der Weltherrschaft ist. Das Streben nach Macht steht im Ring des Nibelungen im unvermeidlichen Konflikt zu den Prinzipien Liebe und Natur, letztere verkörpert durch naturverbundene Wesen wie die Rheintöchte, die wir ganz zu Beginn der Opernerzählung erleben. Die simple und eindeutige C-Dur-Harmonik und die ekstatische Dynamik in der Orchesterbegleitung stehen im Gegensatz zu der uneindeutigen Harmonik und der verzerrt wirkenden Motorik des Ringmotivs. Dieses Anrufungsmotiv steht jedoch nur so lange in ungetrübtem Dur, wie das Rheingold in seinem unverdorbenen Zustand am Grunde des Rheines ruht. Ein Gegenentwurf findet sich am Schluss der vierten Szene, in welcher die Rheintöchter den fortdauernden Verlust des Rheingolds beweinen. Obwohl der Zusammenhang hier Astur ist, wird durch die spärliche Instrumentation und die Alteration in der Mittelstimme ein melancholischer Gestus generiert. Der Rheingoldruf tritt aber auch im Zusammenhang mit der Anwendung des Ringes und der damit einhergehenden Verderbung des Goldes auf. Hierbei handelt es sich um eine pervertierte Form der Rheingold-Anrufung, die nicht nur durch den organisierten Krach in allen Instrumenten, sondern auch durch die Auflösung eines subdominantischen vollverminderten Akkordes in einen dominantischen Akkord ausgedrückt wird,
in welchem die melodisch markante große Sekunde zu einer kleinen Sekunde komprimiert wird. Wir wollen einmal den Fokus auf dieses rhythmische Element legen, das wiederum aus einem anderen Motiv deriviert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dies Befremden auslöst oder den Einwand, dass in der rhythmischen Figur nicht mehr als eine onomatopoetische Darstellung der Schmiedehämmer von Nibelheim repräsentiert ist. Doch auch in diesem Falle lässt sich keine scharfe Abgrenzung zu anderen Motiven ziehen. Und wie der Rhythmus der Schmieden in Nibelheim etymologisch ausgerechnet mit dem Liebesmotiv verwandt ist, soll im Folgenden dargelegt werden. Um eine prominente und sehr ursprüngliche Form des Liebesmotivs aufzuzeigen, erlaube ich mir ausnahmsweise einmal, in den ersten Aufzug der Walküre zu springen, in welcher die entstehende Liebe zwischen Siegmund und Sieglinde mit diesem zärtlichen Cellosatz unterlegt wird. Hierbei kann schon wieder von einer Zusammenstellung aus zwei Motiven gesprochen werden. Zum einen einer diatonischen, abwärts gerichteten Melodielinie, dem eigentlichen Liebesmotiv, das mit einer chromatischen, aufsteigenden Gegenphrase beantwortet wird, das etwa Motiv der Leidenschaft genannt wird, wenn es von dem vorhergehenden als eigenständig unterschieden wird. Beide Motive werden im weiteren Verlauf selbstständig verarbeitet. Und doch installiert Wagner durch die dargestellte Kombination eine spezifische Siegmund-Sieglinde-Semantik. Legen wir den Fokus auf den eigentlichen Kern des Liebesmotivs. Der Ursprung dieses Motivs lässt sich ins Rheingold zurückverfolgen. Am auffälligsten ist dabei die Stelle in der zweiten Szene, in welcher die Liebesgöttin Freya auf der Flucht vor Fasolt und Fafner in die Szene hineinstürzt. Hier ist das Motiv, von Wolzogen ursprünglich nur als Fluchtmotiv bezeichnet, das aus einer motivisch mit Freya assoziierten Skalenfigur hervorgeht, in panischer und haltloser Bewegung. Stefan Mikisch behauptet jedoch, dass dieses Liebesmotiv in einer noch ursprünglicheren Form bereits in der ersten Szene im Lockspiel der Rheintochter Wilgunde erklingt. Ob man allerdings den von Alberich kurz darauf ausgestoßenen Ruf der Enttäuschung auch als Abwandlung des Liebesmotivs interpretieren muss, halte ich persönlich für fragwürdig, da die Versmelodie viel zu beiläufig eingeworfen und eher an der Sprechmelodie orientiert gestaltet wird. Aber hört und urteilt selbst. Anhand der zurückliegenden drei Stellen kristallisiert sich heraus, wie schwierig es bei Wagner sein kann, den ersten Einsatz eines Motivs überhaupt als solchen zu erkennen. Bei welcher Motivvariante es sich dabei um die Urform des Motivs handelt, muss aber sowohl aufgrund der tonalen Anpassung als auch der unterschiedlichen Handlungsmomente offen gelassen werden. Das Liebesmotiv erscheint nahezu über den gesamten weiteren Verlauf des Rheingolds in der gedrängten, repetitiven Fluchtform, wie wir sie zuvor von Freya hören konnten. Sollte dieser Form eine Abspaltung zu einem eigenständigen Motiv und damit einhergehende Benennung zuteil werden, weil sie von der Siegmund-Sieglinde-Zärtlichkeit zu unterschiedlich ist, dabei aber den semantischen Bezug zur Liebe durchscheinen lässt, so ließe sich vielleicht nach Stefan Mikisch von der Liebe in Not sprechen. Dementsprechend ist dieser Gestus auch durchgehend präsent im Übergang von der zweiten zur dritten Szene, in welcher Wotan und Loge nach Nibelheim hinabfahren, um zur Auslösung Freyas das Rheingold zu beschaffen. Hier geschieht eine bemerkenswerte Mutation des Motivs. Unter der kontinuierlichen Wiederholung des Motivkopfs, angereichert durch das Gold- und das Ringmotiv,
ertönt das Liebesmotiv in einer augmentierten Fassung zuerst in Trompete. Dann in Posaune. Immer deutlicher rücken die von Wagner vorgeschriebenen 18 Ambosse in den Vordergrund. Am Ende sind alle melodischen Elemente ausgeblendet. Von dem Liebe in Not-Kontinuum bleibt also nicht mehr übrig als die Reduktion zum banal-perkussiven. Es ließe sich anbringen, dass die Abwesenheit von jeder Form der Liebe sich für Wotan und Loge immer deutlicher bemerkbar macht, je weiter sie in das von Alberich unterjochte Nibelheim vordringen. Wagner hat den Schmiederhythmus selbstständig von der Arbeit eines benachbarten Schmiedes in Zürich hergeleitet. Nichtsdestoweniger wird dieser Rhythmus hier so eingeführt, dass trotz der Verschiebung in der Punktierung unweigerlich eine Beziehung zu dem Liebesmotiv hergestellt wird. Aus dieser Assoziation erwächst ein, zumindest in meiner Hörwahrnehmung, genügend starker Zusammenhalt, der die beiden Motive zum Teil desselben Komplexes macht und dem Publikum damit auf einer zusätzlichen Ebene suggeriert, wie verhängnisvoll die von Alberich ausgeübte Tyrannei ist. Doch die Verzweigung greift noch weiter. In dem Moment, da die Streicher wieder einsetzen, erscheint das Liebesmotiv in einer teilumgekehrten Fassung, diesmal aufwärtsstrebend. Verselbstständigt wird dieses Motiv gängigerweise mit den Begriffen Knechtschaft oder Wehe versehen, wobei der Fokus insbesondere auf dem aus dieser Verselbstständigung zuletzt übrig bleibenden Element der kleinen Sekunde ruht. Dieses Element ist uns bereits wieder als die pervertierte Abwandlung des Rheingoldrufs vertraut. In Bezug auf Wagner lohnt es also häufig, in gebündelten Leitmotivkomplexen oder Leitmotivfamilien zu denken. Damit soll die Aussagekraft individueller Motive nicht in Frage gestellt werden. Gleichzeitig ist Wagners Motivverarbeitung bereits im Rheingold zu dynamisch, als dass seine Motive in allen Fällen allein aus sich selbst heraus verstanden werden könnten. Stattdessen spiele ich hier ganz bewusst mit dem linguistisch geprägten Begriff einer Motivfamilie wie mit einer Sprachfamilie, die aus individuellen Mitgliedern mit demselben Erbgut zusammengesetzt werden, dabei in unterschiedlicher Form miteinander in Beziehung treten und in alle Richtungen weitere Anknüpfungspunkte bilden können. Durch die genetischen Beziehungen der Motive schafft Wagner auf einer musikalischen Ebene eine narrative Struktur, die dem Drama zusätzlichen Zusammenhalt verleiht. Wie die Sprachen einer Sprachfamilie spiegeln die Motive dabei einen dynamischen Prozess wider, der erst in seiner diachronen Betrachtung die Tür zu einem ganzheitlichen Verständnis eröffnet. Ich könnte beliebig länger über weitere Motivkomplexe im Ring des Nibelungen reden, doch um dem selbstgesteckten Ziel eines musikalischen Vergleichs zwischen beiden Ringwelten gerecht zu werden, nehme ich nun einen radikalen Schnitt vor. Wenden wir uns also nach diesem Zwischenfazit der Motivbehandlung bei Howard Shore zu. Naheliegenderweise beginnen wir auch bei Howard Shore mit dem Ringmotiv, oder, um genauer zu sein, mit einem von beiden Ringmotiven. Denn immer, wenn der eine Ring im Zentrum des Filmgeschehens steht, haben wir es mit einem der folgenden beiden Motive zu tun. Dabei erscheint das unten angezeigte Motiv in unveränderter Form immer genau dann, wenn der Ring einen Akteur zu verführen versucht, daher Seduction of the Ring. Das von Duke Adams als History of the Ring bezeichnete Motiv hingegen darf als das zentralere Ringmotiv gelten, da es neben der Vielzahl von Einsätzen während der Handlung zu Beginn jedes Films als Untermalung des Filmtitels eingeblendet wird.
In diesem Thema prallen zwei Tonalitäten aufeinander. Die Melodie kann isoliert betrachtet einem A-Moll, vielleicht auch einem E-Moll-Bereich zugerechnet werden. Unterlegt wird sie jedoch mit zwei einen Halbton auseinanderliegenden Moll-Akkorden, letztere in quasi tonikaler Funktion. Diese Bitonalität spiegelt die symbiotische Identität des Ringes mit dem dunklen Herrscher Sauron wider, so Duke Adams. Wir hören die Fortsetzung des Motivs. In der Fortführung wird das Motiv einen Halbton abwärts transponiert und tonal auf die zugrunde liegenden Harmonien angepasst, wodurch ein verstärkter Dissonanzgrad mit der Antwortfigur des Mittelregisters entsteht. Howard Shore selbst betont den atmenden Charakter des Ringmotivs. Durch die Suggestion von Ein- und Ausatmung bekomme der Ring etwas beunruhigend Lebendiges. Im gesamten ersten Film wird das History of the Ring-Motiv ausschließlich in seiner Instrumentation variiert. Verarbeitung und Verknüpfung mit anderen Motiven hebt Shore sich für den zweiten Film und insbesondere für den Showdown im dritten Film auf. Bemerkenswert an den Instrumentationsvariationen des ersten Filmes ist, dass im Prolog, der die mehrere Jahrtausende währende Zeitspanne vom Verschwinden des Ringes bis zum Beginn der Haupthandlung erzählt, die Auffindung des Ringes durch einen neuen Träger jeweils mit dem Englischhorn verknüpft wird. Nur an einer einzigen weiteren Stelle wird das Englischhorn noch einmal verwendet. Der Zauberer Gandalf spricht den Ringträger Frodo darauf an, dass sie beide die zersetzende Macht des Ringes zunehmend spüren können. Es könnte darauf spekuliert werden, dass Shaw mit dieser Instrumentation zum Ausdruck bringen möchte, dass wieder über jemanden Besitz ergriffen wird. Dass diesmal allerdings der Ring derjenige ist, der den Besitz über seinen Träger ergreift und nicht umgekehrt. Die zunehmende Einflussnahme des Ringes nicht nur auf den Ringträger, sondern auf die gesamte Ringgemeinschaft wollte Howard Shore jedenfalls in einer späteren Szene verdeutlicht wissen, in welcher es an sich keine besondere Bewandtnis mit dem Ring hat, sondern lediglich ein groß angelegter Kameraschwenk durch die Landschaft erfolgt, der von dem Ringmotiv unterlegt wird. Satztechnik und Harmonik sind dabei exakt gleich wie in der Eröffnungsszene. Lediglich die Besetzung des Orchesters ist auf die großdimensionierte Kameraperspektive angepasst. Ich steige in die entsprechende Sequenz des Filmes ein. Einer der zentralen Aspekte der Herr der Ringe-Verfilmung ist die Darstellung der vielen unterschiedlichen Völker und Kulturen, die in Mittelerde beheimatet sind. Howard Shore konzipierte dementsprechend eine an den unterschiedlichen Kulturen oder Personengruppen orientierte Leitmotivik. Die Etikettierung individueller Akteure mit eigenen Leitmotiven hätte nach seiner Meinung diesen ihren märchenhaften Charakter genommen. Vincent Rohn merkt dabei an, dass Shaw unterschiedliche Skalensysteme für verschiedene Kulturen verwendet, die zwischen den Extrempolen Diatonik und Chromatik umso mehr in Richtung Chromatik tendieren, je unvertrauter und märchenhafter eine dargestellte Kultur für das Publikum ist. Ich möchte diese These in einer musikalischen Mittelerde-Kulturen-Synopsis kurz umreißen. Die Hobbits stehen dabei am diatonischen Ende der Skala. Mit ihrem unbekümmerten Lebensstil, der sich vor allem auf Feiern, Essen, Pfeife rauchen und Gartenarbeit fokussiert und dabei für die großen Völker in Mittelerde eine Absurdität darstellt,
sollen sie eine dem Zuschauer vertraute und sympathische Gruppierung darstellen. Das Leitmotiv des von ihnen bewohnten Auenlands hat einen pastoralen Charakter, das einer simplen Dur-Tonalität verpflichtet ist. Im folgenden Hörbeispiel wird das Motiv von einer Tin Whistle freispielerisch dargeboten, was das folkloristische Element der Hobbits hervorhebt. Die Welt der Menschen wird in Mittelerde von einer Reihe alter Königreiche repräsentiert, die ihre Blütezeit längst hinter sich haben und erst in der bevorstehenden Wiedervereinigung zu ihrer früheren Pracht und Stärke zurückgelangen. Diese aus einer entfernten Vergangenheit nachklingende Erhabenheit möchte Howard Shore durch eine modal gefärbte Diatonik ausdrücken. Im folgenden Hörbeispiel ist das Thema des Königreichs Gondor bei seinem ersten Einsatz im Fellowship of the Ring zu hören. Thema selbst klingt zwar Moll, doch der sporadische Begleitsatz klärt irgendwann darüber auf, dass die zugrunde liegende Skala dorisch ist. Bei Einsätzen dieses Motivs im dritten Film klingt die dorische Skala dabei noch eindeutiger durch als in diesem Beispiel. Derartige kirchentonale Anklänge finden sich auch in anderen Leitmotiven, die den Königreichen der Menschen zugerechnet werden. Vincent Rohn ordnet die Mischung aus tonaler und modaler Harmonik dem gleichzeitig vertrauten und unvertrauten Charakter der dargestellten Menschenwelt bei. Im Gegensatz zu den historisch kontextualisierten Menschen sind die Elben eine langlebige und damit zeitlose, aber durch das bevorstehende Ende des Ringes doch im Niedergang begriffene Spezies, deren Herrschaftsbereiche in ihrem schillernden Glanz dem Publikum mythisch und unvertraut erscheinen sollen. Hier kann etwa die Musik zur landschaftlichen Darstellung von Bruchtal als Parameter für eine chromatisierte Tonsprache Howard Shores herhalten. Haben wir es hier mit einer Zusammensetzung aus zwei Motiven zu tun. Zum einen ist da die Hymne an die elbische Sternenkönigin Elbereth, zum anderen in einer Tenorlage das Thema, dem Duke Adams die Bezeichnung Weakness and Redemption gibt, also Schwäche und Erlösung, über welches Howard Shore sagt, dass es Musik für das Ende einer Zivilisation sei. Die Synthese aus beiden Themen ist durch das A-Dur-F-Dur-Pendel zwar harmonisch irgendwie nach A-Dur einzuordnen, bekommt aber sowohl durch die ständig eintretende B6-Eintrübung als auch durch den im zweiten Durchgang eintretenden F-Dur-Major-7-Akkord einen ganz eigenen Farbanstrich. Es gibt noch ein anderes Elbenvolk, die Waldelben von Lothlorien, die viel geheimnisumwobener als die Elben von Bruchtal sind. Die Ankunft der Gefährten im Herzstück Lothloriens wird mit einem Hymnus unterlegt, der sowohl Elemente einer fis-lydischen Skala als auch eine Halbton-Ganzton-Skala über A enthält. Begleitet wird er von einem Fis-Moll-Gerüst, das zusätzlich ständig zwischen der Quinte Cis und dessen Tiefalteration C jongiert. Abgesehen von einigen zwölftonalen und aleatorischen Passagen ohne leitmotivische Funktion, darf der soeben gehörte Hymnus als die chromatisch avancierteste Passage im Fellowship of the Ring gelten.
Eines der wichtigsten Motive ist das Gefährtenthema oder Fellowship-Motiv, welches die in Bruchteil zusammengestellte Gemeinschaft beschreibt, die auszieht, um die Zerstörung des Ringes zu wagen. In der imaginären Leiste zwischen diatonischer Hobbit- und chromatischer Elbenharmonik ist das Thema irgendwo im modalen Mittelfeld einzuordnen, worin die Inklusion aller vertretenen Rassen von Hobbits über Menschen zu Elben und Zauberern widergespiegelt gesehen werden kann, wenn man möchte. Die Außenstimmen basieren auf einer natürlichen D-Moll-Skala, doch über jedem D-Akkord erklingt die Dur-Variante. Insgesamt kommen bis auf einen Sus-Klang ausschließlich Dur-Akkorde vor, aber ungleich der Hobbit-Harmonik spielen Klein- oder Großterzverwandte Harmonien eine gewichtige Rolle, daher modales Mittelfeld. Die zweifache Kadenz B6-B7-1 unterstreicht die von Eric Heine als zeitlos, mythisch und standfest bezeichnete Tonalität. Duke Adams geht übrigens davon aus, dass die markante Ganztonschrittbewegung im Themenkopf eine Gegendarstellung zu der Halbtonschrittbewegung ist, die dem bereits behandelten History of the Ring-Motiv innewohnt und ebenso in weiteren Motiven, die mit der Welt des Bösen verknüpft sind, vorhanden ist. An anderer Stelle verweist Adams auf den Bezug, den diese drei Noten umspannende Aufstiegsfigur mit folgenden Motiven aufweist. Zum einen spiegele sich hierin das Auenland-Thema wieder, da die Hobbits ja eine treibende Kraft hinter der Ringgemeinschaft sind. Auf der anderen Seite sei auch die von dem Ring ausgehende Verführung präsent, die bereits im Laufe des ersten Teils zunehmend zersetzende Wirkung auf die Gefährten hat und schließlich zu deren Auflösung führen wird. Über den Verlauf des Fellowship of the Ring, der die Zusammensetzung und den Zerfall der Ringgemeinschaft begleitet, vollzieht das Fellowship-Motiv die jeweilige Situation nach. Zum ersten Mal im durchgehenden Film ist das Motiv beim Aufbruch der Hauptperson Frodo und seines Dieners Sam aus dem Auenland zu hören, weswegen der einfache Themeneinsatz hier mit einer choralartigen Variante des Auenland-Motivs verknüpft ist. Immer wieder ist vor allem der Motivkopf des Fellowship-Motivs zu hören, während sich die Gemeinschaft des Ringes auf dem gefährlichen Weg nach Bruchtal langsam zusammenzusetzen beginnt. Mit der feierlichen Ernennung aller neuen Freiwilligen zur Gemeinschaft des Ringes tritt das Fellowship-Motiv in die Phase der vollständigen Themeneinsätze mit großdimensionierter Orchesterbesetzung ein. Wir steigen hierfür nochmals in einen Filmausschnitt ein, in welchem erneut das Auenland-Thema über einem Teppich aus tremolierenden Streichern im Cluster-Voicing dem Fellowship-Motiv vorausgeht. Das Fellowship-Motiv entfaltet sich schließlich in voller orchestraler Pracht, während alle neuen Gefährten die Kamera dicht passieren, was die Epik des Moments natürlich in ungeahnte Höhen schnellen lässt.
Das Thema wird von einem vollen Blechbläsersatz getragen. Die kontinuierlichen Achtelbewegungen in den Streichern unterstützen die Wahrnehmung des Ausschnitts als dynamische Bewegungsmusik. Sehr passend erscheint hier das Attribut Hero, welches Erik Heine der Kleinterzverwandtschaft der Dur-Akkorde im prägnanten Motivkopf zuspricht. Die zuletzt gehörten Akkorde, die den Q schließlich nach E-Moll kadenzieren lassen, überspannen die Szenerie abschließend mit einer eintrübenden Klangfarbe, die auf die anstehenden Gefahren vorausweist. Mit dem vermeintlichen Tod des Zauberers Gandalf beginnt der Zerfall der Ringgemeinschaft, und nun tritt das Fellowship-Motiv nur noch in fragmentierten Fassungen auf, wobei in Instrumentation und Harmonik zunehmend dunklere Farben vorherrschend werden. In der dem folgenden Hörbeispiel zugrunde liegenden Szene geraten die beiden Menschen Aragorn und Boromir in Streit darüber, welchen Weg der Ring zu gehen hat. Schließlich bricht die Ringgemeinschaft mit dem Tod Boromirs vollkommen auseinander. Die Beisetzung Boromirs wird von einer melancholischen Variante des Fellowship-Motivs begleitet, die durch das getragene Tempo und den Choralsatz in den verhaltenspielenden Blechbläsern einen Requiem-Charakter andeutet. Innerhalb des ersten Films zeichnet das Fellowship-Motiv also den Bogen von der Begründung der Ringgemeinschaft bis zu ihrem Zerfall nach. Dabei wird insbesondere das Auenland-Motiv immer wieder in enger Verknüpfung angeführt, welcher das Publikum daran erinnert, dass die Hobbits die treibende Kraft hinter dem Auftrag der Ringgemeinschaft sind. Aus der Gegenüberstellung der Musik Richard Wagners und Howard Shores werden Leitmotivkonzeptionen deutlich, die sich bei genauerem Betrachten erheblich voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite steht Wagners sehr dynamischer Umgang mit Leitmotiven, die sich ständig mit den dramaturgischen Motiven gegenseitig kontextualisieren, sodass der Fokus vorzugsweise auf individuellen Personen und deren kontinuierlich sich entwickelnden Emotionen ruht. Wie bereits angedeutet, ist die Reduktion der Motive zu einer eindimensionalen Zuordnung à la Visitenkarte in dieser dynamischen Konzeption häufig unzureichend. Vielmehr verlangen alle mehrdeutigen Motive, wie etwa Ring, Tarnhelm, Liebe, Erde und so weiter und so fort, eine an Sprachfamilien orientierte, entsprechend dynamische Darstellung in Leitmotivkomplexen. Transformation avanciert dabei zu einer der zentralen Wesenseigenschaften der Wagnerschen Leitmotivik. Auf der anderen Seite herrscht bei Howard Shore eine, völlig wertfrei gesprochen, vergleichsweise statische Leitmotivkonzeption vor, die sich häufig, aber nicht immer im Sinne einer Visitenkartentechnik äußert, in welcher bestimmte, weitgehend unveränderliche und aus sich selbst heraus verständliche Motive genau definierten, entsprechend materiellen Signifikaten beigeordnet werden. Entsprechend einfacher ist es hier auch, den jeweils ersten Einsatz eines Motivs sowie dessen Urform genau festzumachen. Wenn Querverweise in motivischen Bausteinen erscheinen, wie dies etwa beim Auenland-Motivkopf im Fellowship-Motiv interpretiert werden kann, dann sind diese auch durch die isolierte Gegenüberstellung der Themen zu erkennen, weil sie nicht oder zumindest weniger aus dem Fluss des musikalischen Geschehens hervorgehen, sondern a priori gegeben sind. Transformationsprozesse treten bei Shore vor allem in Form äußerlicher Parameter wie Instrumentation oder Tonsystem zutage. Es ist eine Binsenweisheit, dass für das Medium Film anders komponiert werden muss als für das Medium Oper. Die Shaw naheliegenderweise nachgesagte Wagner-Tradition erweist sich weniger in der Motivbehandlung und im Eigentlichen auch nicht in der Harmonik, allenfalls in der schieren Anzahl voneinander zu unterscheidender Motive als zutreffend. Die Fortführung eines Shaw-Wagner-Diskurses sollte die Prämisse dieser Unterschiedlichkeit immer berücksichtigen, um zu fruchtbringenden Ergebnissen zu führen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.